gemeinsam mit seiner Gegenwart. Ich finde das eine coole Aussage, einen coolen Titel, Workshop-Titel. Warum? Weil es einfach darum geht, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Also ihr werdet von mir jetzt keine Big PowerPoint kriegen, sondern wir werden auch einen praktischen Teil haben. Sprich, ich gebe euch jetzt ein bisschen Wort Gottes weiter, ein bisschen das, was Gott in seinem Wort zu dem Thema sagt, gemeinsam oder in seiner Gegenwart zu sein. Und für mich hat sich jetzt einfach zu Beginn so die erste Frage gestellt: Wie komme ich denn in Gottes Gegenwart? Wie komme ich denn in seine Gegenwart? Das ist, glaube ich, mal die erste Frage. Und weil wir wissen, es gibt Gott, wir wissen, Gott ist gut, wir wissen, Gott ist treu, wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, er ist hier. Aber wie komme ich ganz persönlich in Gottes Gegenwart? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon mal gestellt hat. Wie kann ich denn besser Gott anbeten? Wie kann ich denn ihn erleben, spüren, ihn schmecken, ihn riechen, ihn umarmen, ihn knuddeln? Hast du schon mal gesagt, ich möchte Gott knuddeln? Vielleicht ab heute. Na, aber vielleicht ist das einfach die Frage, die du dir schon mal gestellt hast, in irgendeiner Form. Aber ich möchte einfach diese Frage auch beantwortet bekommen anhand vom Wort Gottes, weil Wort Gottes ist unsere Leitlinie, ist unsere Richtschnur, nach dem richten wir uns, und wenn wir danach handeln, dann werden wir gesegnet werden. Dann werden wir diese Dinge erleben in unserem Leben, richtig? Nur zu wissen, haben wir auch schon wieder gehört, nur zu wissen, Dinge vom Wort Gottes wird uns nicht weiterbringen, wird uns nicht in seine Gemeinschaft bringen, sondern das danach zu handeln und es zu tun. Und ich persönlich, ich bin ein Typ Mensch, ich liebe es, in Gottes Gegenwart zu sein, ich liebe es, Lobpreis zu machen, ich liebe es einfach, dem Herrn zu singen, egal, wenn ich im Auto unterwegs bin, du darfst manchmal nicht dabei sein, weil da wird es manchmal ganz schön laut. Das heißt, wo ich einfach einen Lobpreis auftrage, wo ich selber singe, manchmal ein Radio aus oder Spotify aus, weil ich selber einfach mein Herz so überfließt, voller Dankbarkeit, voller Liebe zum Herrn, wo dann einfach Lieder kommen oder wo der Heilige Geist mir Lieder in den Sinn gibt oder in das Herz gibt und ich muss das dann ausdrücken. Aber jetzt komme ich einfach zur ersten Frage, danke, dass ihr die erste Frage gestellt habt. muss ich mein Handy wieder? Wie komme ich in seine Gegenwart? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Wie komme ich ganz persönlich in seine Gegenwart? Wenn man im Gottesdienst ist, in der Gemeinde ist, dann ist es ja relativ einfach. Stimmt's? Da gibt es ein super Lobpreisteam, da gibt es oder ein manchmal ein ganzes Team, manchmal nur ein Lobpreiser oder zwei, aber die machen immer einen super Job. Und dann denke ich mir, super, danke Lobpreisteam, ihr helft mir in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber ich sage euch was, und das habe ich mir eines Tages, habe ich mir auch immer so gedacht, ich habe nicht immer so ein Lobpreisteam vor mir. Ich habe nicht immer eine Band vor mir, die mich in die Gegenwart Gottes bringen. Stimmt das? Oder habt ihr immer so ein Lobpreisteam im Gepäck? Nein, wir haben kein Lobpreisteam ständig bei uns, mit uns. Das bedeutet, wir müssen lernen, selber in Gottes Gegenwart zu kommen. So, ist ja schön, Irmi, wenn du das sagst. Und jetzt sag mir endlich, wie ich da reinkomme. Gut, dass du fragst. Wir gehen in Epheser Kapitel 5. Vers 17. Epheser Kapitel 5, Vers 17. Wir haben da, glaube ich, auch alles gut. Da heißt es hier: Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. So, da kann man schon mal pausieren. Aber dann geht es weiter, und heißt hier im Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Also wir sehen hier, Gott sagt hier, hey, seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Das ist einmal das Erste. Also wir sollen immer danach streben, zu erkennen, was ist denn der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes bezüglich dem, dass ich in die Gegenwart Gottes kommen kann? Dass ich ganz persönlich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und dann sagt er in Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Also ich sage, ich mache mir morgen ganz gerne ein Glas Wein. Aber das macht mich noch nicht berauscht, das berauscht mich noch nicht. Aber einfach bloß der Punkt, werdet voll des Geistes, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also es geht hier, letztendlich sagt er im Vers 18, der Paulus sagt er, werdet voll des Geistes. Werdet voll des Geistes. Und letztendlich ist das einfach auch ein Synonym dazu, Gottes Gegenwart zu erleben. Voll des Geistes zu sein bedeutet, mehr von seiner Gegenwart zu erleben. Und jetzt sagt er aber weiter, der Paulus sagt er genau, wie wir da hinkommen. Er gibt hier die Beschreibung dazu, er gibt hier die Anleitung dazu, wie wir das schaffen, wie wir das können, bei uns zu Hause im Wohnzimmer und wenn du ganz allein bist, du und nur Gott. Oder wenn man zu zweit ist, auch in der Familie zum Beispiel zusammen. Was es bedeutet, wie komme ich in Gottes Gegenwart, indem ich voll des Geistes werde. So, jetzt weiß ich werde voll des Geistes und jetzt trotzdem nochmal, wie komme ich dahin? Die Antwort ist im Wort. Lies mal weiter. Vers 19 heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Cool. So einfach. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir haben das heute in der Früh von Pastor Robert schon gehört, das soll man nicht so typisch deutsch sein. Okay, was bedeutet das? Hin und her, 1, 2, 3. Das bedeutet einfach, wir singen dem Herrn Lieder, wir loben Gott, wir danken Gott, wir erheben seinen Namen. Wir machen unseren Mund auf und preisen ihn für das, wer er ist. Wir preisen ihn für das, wer er ist. Wir preisen ihn für das, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Wir preisen ihn für das, wer er selber in seinem Wort sagt, ich bin der Herr, dein Versorger. Er sagt zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Versorger. Er sagt, dann was mache ich dann als Kind Gottes? Ich hebe meine Hände auf. Und sag, Herr, ich preise dich, dass du mein Versorger bist. Ich preise dich, dass du der Herr mein Versorger bist. Ich preise dich, dass du in deinem Wort sagst, du bist der Yahweh Jireh, der Herr mein Versorger. Oder ich preise dich, dass du der Herr mein Arzt bist, Yahweh Rapha. Er nennt sich selber der Herr, ich bin der Herr dein Arzt, Yahweh Rapha. Oder ich preise dich dafür, dass du der große Ich Bin bist. Er ist der Gott, der ich bin. Ich bin der Gott, der war, der da schon da war, bevor wir überhaupt da waren. Das heißt, wir nehmen das, was er schon selber sagt in seinem Wort und wir sprechen es aus. Wir proklamieren, wir geben es in die geistliche Welt. Wir sehen Gott nicht, aber Gott lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Lege mal die Hand auf deinen Bauch oder auf deine Brust und sag, Gott lebt in mir. Amen, Amen. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Dieselbe Kraft, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Der in dir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Wisst ihr, dass wir sind Kinder Gottes und Kinder Gottes, ein Kind Gottes, in dem lebt die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist hier
die ist in dir, die ist in uns, ob es uns bewusst ist oder nicht. Hast du schon mal gemerkt? Ob es uns bewusst ist oder nicht. Aber ich glaube, Gott möchte einfach, dass wir mehr und mehr in dieses Bewusstsein kommen, dass Gott in uns lebt. Weil wenn uns das bewusst ist, Gott in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus, der, die Autorität, Gott in uns, mit uns, bei uns, für uns, in uns, durch uns, dann werden wir anders durch unser Leben gehen. Dann werden wir anders durch unser Leben gehen. Amen. Gut. Ich bleibe nur mal beim Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wie können wir das machen? Wir schlagen die Bibel auf. Wir können einfach nur Psalmen lesen. Hast du mal einfach mal die Bibel aufgelesen und hast gedacht, wo lese ich den Heiden? Ich glaube, ich lese in die Psalmen, das ist immer so ermutigend. Ist das schon mal immer so gegangen? Du liest ihn halt in die Psalmen und man hat vielleicht seine Lieblingspsalmen und Psalm 23, das ist dieser Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da kannst du einfach schon pausieren, da kannst du einfach schon sagen, danke Herr. Da kannst du einfach nur sagen, what a big thing is that? Was ist das für eine große Sache? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann beginnen wir über diesen Vers, über diese Passage zu meditieren. Wir beginnen das Wort Gottes nicht einfach nur drüber zu lesen und sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, bla 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 und morgen gibt es Schnitzel zum Mittagessen. Ich übertreibe, aber das ist das, wie wir das manchmal machen. Wir lesen drüber. Anstatt dass wir sagen, dass wir einfach mal stoppen. Der Herr ist mein Hirte. Wir nehmen uns Zeit. Wir meditieren drüber. Wir lassen das sacken. Wir benutzen unsere Imagination, unsere Vorstellungskraft. Was bedeutet es, der Herr ist mein Hirte. Du kannst den einen Vers zum Beispiel, kannst du nehmen und kannst du zerpflücken, bis du so durchdrungen bist von Gottes Gegenwart, dass du gar nicht mehr auskommst, dass du einfach bei diesem Vers pausierst. Weißt du, wie das geht? Indem du diesen einen Vers nimmst und sagst, dass du jedes Wort betonst, extra betonst. Schlag mal einfach einmal auf Psalm 23. Gehen wir einfach mal in die Praxis. Weil es ist ja schließlich ein Workshop. Psalm 23. Hier heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, Meditation oder drüber nachsinnen über einen Psalm, über ein Wort Gottes, kannst du folgendermaßen machen. Du kannst sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielen Dank. Dann gehst weiter und sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr, du meditierst über das drüber, über das, wer der Herr ist. Wer ist denn dein Herr? Das ist nicht der Herr Jesus Christus, wohnhaft in Heiligkreuz, sondern das ist der Gesalbte. Das ist der Sohn Gottes. Das ist der Himmel und Erde geschaffen hat, zusammen mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist.
Das ist der, der den Tod überwunden hat. Das ist der, der sein Blut vergossen hat. Das ist der, der sich schlank hat lassen, damit ich Heilung haben kann, damit ich geheilt bin. Das ist der Herr. Huh. I preach myself happy. Was ist, wie es dir geht? Der Herr. Der Herr, geh mal weiter. Der Herr ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. Er ist nicht in der Vergangenheit. Es wird er nicht irgendwann sein in 2000 Jahren, sondern heute ist er mein Herr. Er wohnt in mir heute, jetzt, nicht 2 Sekunden später. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er ist nicht im Urlaub. Sondern Gott ist jetzt, heute, jetzt, in diesem Moment, ist er in mir. Gottes Gegenwart. Wir reden von Gottes Gegenwart. Der Herr ist mein. Er ist mein Hirte. Er ist ganz ein persönlicher Gott. Er ist mein persönlicher Gott. Er liebt mich, so wie ich bin. Und er liebt dich, so wie du bist. Er liebt dich, so wie du bist, wie er dich geschaffen hat. Er hat dich so geschaffen, weil er dich so wollte. Du bist keine Kopie von jemand anderem, sondern du bist ein Original. Du bist ein Meisterstück. Du bist von Hand gemacht, liebe Martina. Du bist perfekt, weil du von Gott geschaffen bist. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Hirte, was bedeutet das, ein Hirte? Stell dir mal, ich habe mal so ein kleines Bücher gelesen über Hirtenschaft, über einen Hirte, was der für Eigenschaften, was der für Liebe zu den Schafen hat, was der für eine Leidenschaft, für wie sich der um Schafe kümmert. Und Gott sagt von sich selber, der David schreibt hier in diesem Wort, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, Gott ist mein Hirte. Gott kümmert sich um mich, kannst du ganz persönlich machen. Gott kümmert sich um mich. Er führt mich auf die grünen Weiden zum Ruheplatz am Wasser. Er führt mich dahin. Bei ihm bin ich sicher. Er kümmert sich auch, wenn ich mal ein bisschen so am Rand irgendwo stehe und irgendwo so am Abgrund vielleicht, kurz vorm Abgrund bin. Er sagt, hey, Irmi, komm rüber. Du bist auf gefährlichen Ufern unterwegs. Das ist nicht gut für dich. Der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem stehen, einfach um zu demonstrieren. Ich wollte einfach demonstrieren, wie kann ich Gottes Gegenwart in mein Leben einfach aktivieren und mobilisieren und intensivieren. Weil um das geht es letztendlich, dass uns das bewusst wird, dass wir in dem Leben, was Gott für uns getan hat und mit uns getan hat und für uns, damit wir nicht nur für unser Leben ein starkes Leben haben, sondern, ich überschlag mich fast, sondern dass wir das Leben, das in uns lebt, dieses Leben Gottes, dass das herausfließt. Aus uns heraus, zu den Menschen, die Christus noch nicht kennen, weil jeder, der ohne Christus ist, ist verloren. Auf immer und ewig. Und es ist letztendlich unsere Aufgabe vom Herrn, das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben. Aber der erste Schritt ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das möchte ich uns einfach weitergeben. Wie kann ich das machen? Einfach drüber meditieren. Über Gottes Wort meditieren. Und da kommt es aber, nicht nur drüber nachdenken. Nicht nur drüber nachdenken. Wisst ihr, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich über Gottes Wort nachdenke, nur nachdenke und nicht drüber rede, dass dann ganz schnell Gedanken kommen über, oh Mensch, ich müsste nur die Wäsche aufhängen.
oh Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, der Bossboot, dem wollte ich eigentlich ein Packerl mitgeben. Das heißt, Gedanken Gottes, es vermischen sich Gedanken Gottes oder Worte Gottes und kommen ganz natürliche Gedanken rein. Und schon ist man wieder draußen. Schon ist man wieder, ist man nimmer in dem Bewusstsein, ich möchte eigentlich mit Gott Zeit verbringen. Deswegen meditiere über das Wort Gottes laut. Mach deinen Mund auf. Also sprich auch zu mir. Mach deinen Mund auf. Öffne deinen Mund, sprich das aus. Vielleicht ist dir das auch nicht bewusst. Vielleicht sind dir die Dinge nicht bewusst, dass Gott dein Versorger ist. Vielleicht hast du mega finanzielle Herausforderungen oder andere Dinge, Herausforderungen. Such dir Wort Gottes, was Gott zu dem Thema sagt, und dann sprich das aus, was Gott sagt. Komm in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt und nicht mit dem, was du in dem natürlichen Leben erlebst. Weil das Leben, das wir leben, diese natürliche Welt, die ist nicht realer wie die übernatürliche Welt. Die übernatürliche Welt, die wir nicht sehen, die ist viel realer. Ist viel mehr Aktivität da, als wir das überhaupt glauben. Aber wir sollen einfach stark sein, in Gottes Gegenwart zu sein. Und also indem wir über Wort Gottes nachsinnen, indem wir meditieren, indem wir Wort Gottes oder Psalmen zum Beispiel betonen, einzelne Wörter betonen, kann ich Gottes Gegenwart verstärken in meinem Leben. Oder indem ich auch Danksagung ausübe, indem ich Gott danke für das, was er getan hat. Da gibt es diese Aussage, Danken schützt vor Wanken. Stimmt's? Und ich finde, das ist total passend. Danken schützt vor Wanken. Das heißt, wenn ich danke, dann hat was anderes gar nicht mehr Platz. Und Dankbarkeit öffnet den Weg für Gottes Gegenwart. Weil Gott liebt es, wenn wir dankbar sind. Gott liebt es, wenn wir ihm danken. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen auf diesem Weg. Und dann geht es nochmal, ich schaue nochmal im Epheser Kapitel 5. Im Vers 19, wo es heißt, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, sagt alle Zeit Gott, dem Vater Dank für alles oder auch in allem, heißt in einer anderen Übersetzung, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Danksagung, Gott zu danken, bringt uns in die Gegenwart Gottes. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern zu Hause. Und Gott möchte, und ich glaube einfach, dass dieser Punkt ist, Gott möchte uns einfach so voll des Geistes erleben in unserem Zuhause. Und wisst ihr was, dass wir nicht erst, wenn wir dann in die Kirche kommen am Sonntag oder wann immer Gottesdienst ist, Sonntag natürlich, wann sonst, dass wir uns erst aufpumpen müssen. Mann, oh Mann, die Woche war richtig stark und es gibt stark oder heftige Wochen. Aber dass wir unter der Woche uns schon aufgetankt haben in Gottes Gegenwart, damit wir zusammenkommen als ein Leib in der Kirche, am Standort, wo immer du bist, dass wir sofort in Gottes Gegenwart kommen. Damit, wenn der erste Takt gespult wird vom Lobpreisteam, dass wir uns einklinken, dass wir sagen, Lord, I'm ready, ich bin dabei, ich brauche nicht eine Viertelstunde, bis ich mich warm gelaufen habe, sondern ich bin vom ersten Moment bin ich dabei und bin dabei, in Gottes Gegenwart zu kommen. Halleluja. Und wenn wir zusammen in Gottes Gegenwart kommen und das erleben und das üben, und manchmal muss man Dinge üben
und es zu einer Routine machen, damit wir es zu einer Gewohnheit, damit es zu einer Gewohnheit wird. Habt ihr schon mal gewusst? Zähneputzen ist mir nicht angeboren. Zähneputzen hat mir meine Mama gelernt. Ich mach's heute. Ich habe geübt und irgendwann ist es zu meiner Gewohnheit geworden. Und zwar ohne der Mama. Ich mach's einfach. Aber wenn es nicht macht, preis dem Herrn. Danke, Irmi. Wenn es nicht macht, dann habe ich ein Problem oder ich habe keine Freunde. Und beides. Manchmal braucht es einfach eine Regelmäßigkeit, damit es eine Gewohnheit wird. Und wenn ich das in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn es zu einer Gewohnheit wird, oh mein Leute, dann werden die Gottesdienste, dann wird es rattern in Karton. Dann werden wir Gottes Gegenwart erleben, dann werden wir in eine andere Dimension, in ein anderes Level kommen von Gottes Gegenwart und zwar in den Gottesdiensten. Aber anfangen tut es bei uns im Wohnzimmer. Anfangen tut es bei uns im stillen Kämmerlein. Auf die Knie, in deinem persönlichen Gebetsleben. Und damit wir pünktlich fertig sind, möchte ich, dass wir jetzt alle miteinander aufstehen. Halbe Stunde ist nicht lang, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen angefeuert. Ich möchte, dass wir jetzt einfach unsere Hände heben, dass wir das ganz praktisch mal machen, dass wir einfach Halleluja, den Herrn loben, den Herrn preisen, den Herrn die Ehre geben, ihm danken oder was immer du am Herzen hast oder dass wir einfach laut sind. Und ich möchte jetzt wirklich, dass jeder seinen Mund aufmacht, dass jeder einfach seinen Mund aufmacht und jeder laut ist vor Gott und das ausspricht, für was du dankbar bist, für was du ihn preist, für was du ihn lobst und du kannst richtig laut sein. Halleluja. Und du kannst nicht falsch beten, weil Gott liebt dich. Gott sieht dein Herz und er möchte einfach nur, dass du dich ausdrückst. Halleluja. Vater, wir loben dich. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass du so ein guter Gott bist, ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, Herr, dass wir dich loben können und dass wir dich preisen können. Wir danken dir, Herr, dass du mir dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist die Richtschnur für mein Leben. Dein Wort ist die Leuchte auf meinem Fuß. Halleluja. Ich danke dir und ich preise dich für dein liebendes, für deine liebende Arm, dass du hier bist. Lob und Ehre und festes Fundament und Anbetung sei dir. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch mal einen Gang zulegen. Ich möchte gerne, dass wir jetzt einfach in Zungen beten. Wenn du noch nie in Zungen gebetet hast, dann kannst du nach unserer Session nach vorne kommen. Dann bete ich für dich, dass du in Zungen betest, dass du die Taufe im Heiligen Geist bekommst, wenn du das willst. Aber jetzt beten wir alle, die in Zungen beten. Halleluja, lass uns in Zungen beten, weil das ist Lobpreis zu unserem Herrn. Halleluja. Halleluja, l'abbraccio redende l'embrosso redende la bra e l'abbraccio redende l'embrosso redende le brando la brande le Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Herr, wir ehren dich, wir heben dich, wir preisen dich, wir danken dir von Herzen für deine wunderbare Gegenwart. Du bist wunderbar, du bist heilig, du bist
wunderbar und voller Liebe und voller Güte. Oh, wir heben deinen wunderbaren Namen. Wir heben deinen wunderbaren Namen. Wir heben deinen wunderbaren Namen. König Jesus, König Jesus, König Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Gottes Gegenwart ist stärker als zu Beginn. Habt ihr es gemerkt? Gottes Gegenwart ist einfach da, ist stärker, ist offensichtlicher, ist spürbarer, ist erlebbarer wie zu Beginn. Amen. Und das können wir zu jeder Zeit haben. Das können wir jederzeit zusammen haben, indem wir das aktivieren und mit dem umgehen, was Gott uns schon gezeigt hat. Lass uns Täter des Wortes sein, in diesem Bereich, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und wir werden in ein anderes Level kommen, als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Amen. Halleluja. Und ich meine das ganz ernst, bei Session ist hiermit vorbei. Ich möchte die Zeit ehren, eure Zeit. Aber wenn du noch mehr wissen willst über die Taufe im Heiligen Geist mit dem Beweis des Sprechens in neuen Zungen, dann kannst du gerne zu mir nach vorne kommen und ich kann dir das nochmal erklären. Somit seid ihr entlassen. Hat jemand was mitgenommen? Yes. Sind wir Täter des Wortes? Yes. Come on. Amen. Ich wünsche euch alles Gute. Cool, dass du dabei warst, aber bleib hier nicht stehen. Drück auf Abonnieren, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Du kannst auch auf den Spenden-Button klicken und die Kirche unterstützen, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Teil doch dieses Video mit jemandem. Bis dann.